Herzlich willkommen bei Chemistry, heute wieder Crossover Edition, einmal 5 Minutes of Science. Philipp und ich erklären uns euch irgendeinen Döpp in 5 Minuten und immer noch Philipp im Fernseher. Ich bin schon fast dran gewöhnt, ja. Vielleicht lassen wir das einfach so. Quarantäne Edition. Heute haben wir uns gedacht, wir machen so ein kleines Anschlussvideo und zwar haben wir ja schon was zur elektrophilen aromatischen Erstsubstitution gemacht. Wir werden noch was Längeres produzieren, weil es so wichtig ist, Zweitsubstitution. Und dazwischen macht es mal Sinn, sich anzugucken, was sind eigentlich mesomere Effekte. Dafür wieder 5 Minuten auf die Uhr und wir fangen mal direkt an. Mesomere Effekte. Tritt nur auf, wenn ich schon in meinem aromatischen System was substituiert habe. Deswegen Anschluss an Erstsubstitution. Sagen wir mal Anilin zum Beispiel. Wir blenden das Molekül auch mal ein. Und man kann jetzt diese Positionen im Ring, jetzt habe ich ja so ein, ne, vorher Benzol, da war alles gleich, ne? Also jeder Wasserstoff, man konnte nicht sagen, wo ist oben, wo ist unten. Jetzt beim Anilin kann ich sagen, okay, ich zeichne mir das so auf, dass das nach oben steht und die anderen Positionen heißen jetzt Ortho, Meta, Para und dann wieder Meta und Ortho, weil gespiegelt. Oder auch Onkel Martin putzt mein Opel als Eselsbrücke. Ja. Super Sache. Das ist erstmal so die Nomenklatur, wie wir nachher halt die einzelnen Positionen nennen. Ausgehend eben von diesem Erstsubstituenten, der schon da am aromatischen System von Benzol gelandet ist. Damit wir auch wissen, worüber wir reden. Ja? Und nicht sagen, ja, zwei rechts. Das macht irgendwie keinen Sinn. Denn Positionen sind hier ein gutes Stichwort. Mhm. Diese mesomeren Effekte, die dirigieren nämlich die Zweitsubstitution. Das heißt, die steigern die Wahrscheinlichkeit enorm oder bevorzugen enorm eine Reaktion entweder Ortho, Meta oder Para. Genau, und dann haben wir einmal, entweder ist es Ortho-Para-dirigierend oder ist es Meta-dirigierend. Und wenn ich jetzt beim Anilin mal bleibe, habe ich einen positiven mesomeren Effekt und man sagt, der dirigiert nach Ortho und Para. So, wie kommt das zustande? Die Anilin-Gruppe, die NH2-Gruppe, stellen wir fest, dass wir da am Stickstoff ein freies Elektronenpaar haben. Das kann jetzt dem aromatischen System zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, das drücken wir quasi in den Ring rein. So, was passiert dann? Weil wir können keinen 5-binden Kohlenstoff haben. Wolltest du weiter erklären? Ja, im Prinzip bilden sich wieder halt mit mehreren Grenzstrukturen aus. Mhm. Und weil da dann letztendlich sozusagen die negative Ladung dann über die Position verteilt ist, eben über Ortho und Para, ist dann auch da am wahrscheinlichsten, dann energetisch sinnvollsten, wenn da halt ein weiterer elektrophiler Angriff vonstatten geht. Genau, also quasi wenn ich jetzt dieses freie Elektronenpaar vom Stickstoff in den Ring drücke, muss ja irgendwie Platz gemacht werden. Es geht nur, indem ein Elektronenpaar aus dem Ring quasi rausgedrückt wird und zu einer negativen Ladung umgewandelt wird sozusagen. Und die finden wir nur in Ortho- und in Paraposition, nicht in Meta. Das heißt, für ein Elektrophil einfach, ja cool, da ist eine negative Ladung. Elektrophile sind im besten Fall sogar positiv geladen, das zieht sich an. Das ist eine super Sache. Genau. Also merken plus im Effekt Ortho-Para-dirigiert. Genau. So. Der Gegenteil davon, also sozusagen einen metadirigierenden Effekt, das zieht halt eben ein Minus-M-Effekt und dann eben durch Erstsubstituenten dirigiert, die eine Doppel- oder Dreifachbindung innehaben. Genau, also zum Beispiel Benzoesäure wäre ein gutes Beispiel. Auch das können wir mal einblenden. Da sehen wir, dass wir direkt an den Benzolring haben wir einen Kohlenstoff gebunden und der hat zwei weitere Sauerstoffatome und eins dieser Sauerstoffatome ist mit einer Doppelbindung gebunden. Und jetzt kann ich mir ein so ein Elektronenpaar aus dem Ring rausziehen. Ja? Und dann wäre ja eigentlich der Kohlenstoff fünffach gebunden. Und dann ist es aber so, das kennt ihr schon vielleicht aus Veresterung oder ähnlichen Reaktionen, kann eine Bindung zum Sauerstoff gehen und dann erzeuge ich dann eine negative Ladung. Im Umkehrschluss erzeuge ich, wenn ich Elektronen in den Substituenten drücke, eine positive Ladung in meinem Ring. So, wo taucht die auf? Und auch da wieder ist das im Prinzip Mesomerie stabilisiert. Das heißt, da gibt es auch wieder zwei Möglichkeiten. Ja. Das kann man auch viel besser in einem Let's Draw sich anschauen, was wir auf jeden Fall nachreichen werden. Ja. Aber die positiven Ladungen sind auch wieder an Ortho- und Para-Stellung verortet. Genau, das heißt für so ein Elektrophil, was positiv geladen ist, so ja, es ist schön, dass da positive Ladungen sind, aber dann gehe ich da lieber dahin, wo keine positiven Ladungen sind. Und das ist in dem Fall Ausschlussprinzip bei Meta. Ja. Deswegen eben diese Minus-M-Substituenz mit dem Minus-M-Effekt
meta-dirigierend. Genau. Das heißt, man kann einfach, es ist eigentlich relativ einfach. Man muss halt nur wissen, man muss die Strukturformel kennen von so einem Substituenten. Und sobald das Atom, was direkt an den Ring gebunden ist, ein freies Elektronenpaar hat, weiß man, aha, plus ja. M. Weil kann in den Ring reingedrückt werden. Und sobald ich sehe, dass eine Doppelbindung im Substituenten ist, wo man Platz machen kann, aha, minus M. Es gibt ja. sogar Substituenten, die haben nichts von beiden. Ja, Methyl zum Beispiel, Ethyl zum Beispiel. Da gibt es dann wieder neue Effekte. Ja, das wäre wieder ein eigenes Video. Genau, so die induktiven Effekte, ja. die eigentlich auch nicht viel komplizierter sind, aber das ist dann wieder ja. Thema für ein. Genau. Das war's auch schon. Ja. 5 Minuten durch. Toppi. Okay. Ja, man kann vielleicht noch sagen, auch die Substituenten, die mesomere Effekte haben auch induktive Effekte, aber der mesomere Effekt überlagert alles. Ja, sobald ein mesomerer Effekt vorliegt, sind die induktiven Effekte eigentlich fast schon egal. Also, ja. Beschreiben wir im Prinzip. Sozusagen. Ja, das war's schon wieder, ne? 5 Minuten was erklärt. Doch. Alle wieder ein Stück schlauer gemacht. So. Ja. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Lasst ein Abo da. Genau. Nur live freuen wir uns auch. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, immer her damit. Genau. In die Kommentare oder per Mail an uns. Genau. Im Intro habt ihr unsere E-Mail-Adresse gesehen. Wir freuen uns. In dem Sinne, auf Wiedersehen. Tschüssi.